Oh. Ja, aber noch richtig machen. Ja, da ist noch eins, das fliegt immer so ein bisschen im Wind. Wir sind gespannt. So, 3, 2, 1. Und herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Testkanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Oh, wow. Heute wieder mit einer Sorte Just Legends. Oh, oh, oh. Die haben wir natürlich schon öfter von anderen Marken gesehen. Iced Tea Peach. Iced Tea Peach. Hatten wir noch nicht getestet. Wir haben aber auch Iced Tea Peach von Gamers Only, habe ich jetzt noch nicht hier. Mhm. Aber das können wir auch nochmal machen. Aber generell ist Iced Tea schon eine beliebte Sorte jetzt erstmal für Gaming Booster auch. Und da gibt es ja auch mal die Fraktionen. Zitronen-Iced Tea oder Pfirsich-Iced Tea. Wer hat ja letztens erst den Four-Bro-Iced Tea. Also wir wissen ja auch, wie ein Pfirsich-Iced Tea schmecken soll. Das weiß, glaube ich, jeder. Jeder. Also hat jeder eine gewisse Vorstellung von. Das Level-Up-Ding, als wir es gemacht haben, da war ich ja, fand ich ja mega, weil es dieser typische Krümel-Eistee war. Bei Pfirsich bin ich bin gespannt. Ja, also ich trinke auch gerne Pfirsich-Eistee und... Ja, kann man nichts gegen sagen, ne? Heute wieder Just Legends, ne? Da 400 Gramm Packung vorne mit der... Mit der Frau. Dame hier drauf. Mit der, was ist das für eine? Die hat eine Waffe, hat die, ne? Oh, gefährlich. Und Pfirsiche. Ja, wir sind gespannt. Das letzte war ja so ein bisschen so schwierig. Ja. Wir hoffen... Lassen wir uns ein besseres belehren hier von vom Pfirsich-Eistee. Mach doch mal auf, Marvin. Ja, sehr gerne. Bin sehr gespannt, wie das riecht. Ich denke, wie Pfirsich-Eistee. Der Geruch letztens war ja auch gut. Ja, das stimmt. Ein bisschen getäuscht. Das riecht nach einer Pfirsich. Ja, also eigentlich auch ganz gut wieder, würde ich sagen. Riecht für mich jetzt bisher, du hattest es noch nicht probiert, aber das riecht für mich genauso wie der Gamers Only Pfirsich. Aber ich finde den Löffel direkt, das ist gut. So, wir sind gespannt. Der gute Shaker, der im wilden Gelb. Eistee halt viel Eis, ne? Ja klar, der muss auch richtig kalt sein. Richtig kalt, weil sonst ist ein Eistee auch Quatsch, ne? Brauchst du auch keinen. Also Messbecher. Der ist gut, ne? Ja, der ist, da passen 5 Liter rein. Ja, kleine Anekdote, bei mir auf der Arbeit haben wir auch so eine Wassermaschine. Da stelle ich mich auch immer mit dem 5 Liter Eimer drunter. Warte ich halbe Stunde, bis er voll ist, ne? Ja. Stand ja irgendwo im Fernsehen, du sollst viel trinken. Ja, eben. Ach, ja, Pulver. Mal ein bisschen mehr rein diesmal. Eins, so. Dann sind wir mal gespannt. Bitte, lieber Gott, bitte, lieber Gott. So, ich mixe mal, ne? Ja, ich lese mal die Sachen so. Ja, lest mal, was, wie viel Zucker? Zucker haben wir auf, wo ist es denn? Salz, Eiweiß. Finde ich nicht. Gar nichts drin. Davon 0,08 Gramm. Ja, das ist gut. Das ist sehr wenig. Weißt du, was mal geil war? Ich hatte den Twitch-Streamer mir angeguckt, der hatte Werbung gemacht für Level Up. Und dann habe ich gefragt, wie viel Zucker ist denn da drin? Und er sagt, scheiß auf, Zucker ist doch egal, was ist jetzt mit Zucker? Ich so, ja. Ja, ich bin Diabetiker. Ach so, ja, dann ist Zucker ja doch wichtig. Ne? So, ja, natürlich, Mann. Das muss ja wohl ein professioneller Streamer gewesen sein. Zuschauerzahlmäßig ja, aber das war's auch. So, hier, Lappen. Ja. So, ich mache auch hier ein bisschen. Bin hyped. Dose noch sauber. Jetzt gucken wir mal. Wir sind voller Erwartung. Farbe, ja, okay. Farbe ist gut. Ja. Man sieht das hier nicht so. Wir gehen da unvoreingenommen ran. Das war, riech selber mal dran, da ist schon wieder was anderes mit bei Pfirsich drin. Das reife Pfirsich. So Haferdrink oder? Sieht's auch aus, ne? Ja, es ist. Warte mal. Warte, Schlimmes. Ich hab irgendwie so einen Hafergeruch. Ich weiß auch nicht. Nee, aber es ist Quatsch, das muss Quatsch sein, oder? Wünscht uns Glück. Auch wieder dezent. Also, es schmeckt dann. Beim allerersten Schluck. Hat das so geschmeckt, wie es gerochen hat, ganz kurz. Und ich dachte, ich komm's gleich. Aber dann war auf einmal... Das ist noch ein bisschen anders, der Geschmack. Also riecht, schmeckt nicht ganz so schlimm, wie es riecht. Ja, also auch wie Wildberries, ne? Wenig Pfirsichgeschmack. Also das Pulver riecht wieder viel intensiver. Oh, also, kurze Empfehlung. Nehmt dann lieber die Gamers Only Pfirsich. Ja. Schmeckt 1000-mal besser. Könnt ihr auch mit unserem Link bestellen. Ja, steht in der Beschreibung alles. Drin. Boah, das riecht muffig. Das Wort habe ich gerade gesucht. Das riecht muffig. Als wäre es so abgelaufen, reif. Überreif. Fermentiert. Fermentiert. Oh Gott, die werden uns auf jeden Fall nicht Partner. Nee. Vielleicht fällt das im Shaker da nicht so auf. Ja, du riechst da nicht dran, aber...
Geschmack ist trotzdem scheiße. Das war so offen sagen. Du bist doch immer sonst der Nette. Rollentausch, ne? Verwirrspiel. Ich find's voll gut. Ja, ist nicht ganz so meins 8 von 10. Jetzt doch, jetzt riecht's auch muffig. Aber das ist so, das Komische ist, also, ihr trinkt das und ihr habt erst diesen komischen Muffgeschmack und dann... Alte Socken oder so, keine Ahnung. Ja, also ganz komisch. Und dann kommt die Pfirsich. Aber auch ganz dezent wieder nur, also... Das Schlimme ist, das ist jetzt weniger Glassituation, aber meistens beim Trinken atme ich ein bisschen durch die Nase ein. Aber das ist echt nicht lecker. Und weißt du, was das Schlimme ist? Jeder weiß, wie Pfirsich-Eistee schmecken muss. Und Pfirsich-Eistee... Ja, dieser 4Bro war richtig lecker. Und es ist so ein... Da ist, du schmeckst ja auch hier die Pfirsich. Also das schmeckst du, wenn du es getrunken hast und 5 Minuten wartest, dann hast du auch einen Pfirsich-Geschmack auf einmal. Aber das ist der falsche Zeitpunkt. Das muss zu dem Zeitpunkt, wenn ich trinke, da muss ich so denken, da weiß ich nicht, was bei Just Legends wieder los ist hier. Zweiter Test. Auch ganz eklig ab da unten. Zweiter Reinfall. Ach. Aber das ist noch mal schlechter als Wildberries. Ja, hätte man Wildberries schon fast eine Bronze für geben müssen. Ja, also wenn man das vergleicht schon, da hat man wenigstens nicht so einen Kotzreiz bekommen. Das ist wirklich nicht lecker. Da können wir, müssen wir uns auch eine neue Kategorie einfallen lassen. Aber es spielt in einer Liga mit Digital Camo, Silver und Cold Brew. Cold Brew. Also an alle, die das mögen. Ja, no front. Ja. Also alles gut. Aber ich glaube, jeder, der die anderen mag, also ungefähr unserem Medaillensystem folgen kann und das auch so bestätigen kann, der wird dieses nicht mögen. Das ist wirklich nicht lecker. Und dann ist jetzt die zweite. Aber wir haben noch eine Maracuja. Die riecht bestimmt auch wieder gut. Also es ist wirklich, also das ist ja wirklich, wir sind ja für volle Transparenz, ne? Und da ist so ein Schmuck da unten, also das ist, boah, das stinkt wie so eine Reismilch oder was. Nee, das ist gar nichts. Ja, also ich würde sagen Holz. Also das ist echt nicht geil. Ja, Just Legends, Mensch, das ist ja richtig, Schreibt mal in die Kommentare, ob habt ihr diesen vortrefflichen gelben Booster schon probiert und wie ist eure Meinung dazu? Köstlich. Ja, schreibt es bitte mal in die Kommentare, weil vielleicht machen wir irgendwas falsch. Vielleicht darf man das nicht mit Wasser trinken, sondern... Korn. Das ist wirklich, puh. Das Problem ist, du hast das Gefühl, beim Trinken, das stinkt. Und sowas trinkt man ja nicht gerne. Ne? Du hast ja die Pfirsich, hast du ja irgendwie, aber das ist alles so... Ja, nur unterschwellig so. Ja, auch immer so wie gewollt und nicht gekonnt. Ja. Wie gewollt und nicht gekonnt. Also ganz ehrlich, dann trinke ich lieber... Normalen Eistee. Oder Level Up Zitrone. Hä? Zur Info, mit denen sind wir ja auch nicht gesponsert. Ja. Also, ne? So. Oder dann nehmt mir lieber die Gamers Only Pfirsich. Die auch erstmal so riecht wie das, aber vom Geschmack nicht so ist wie die. Kann man nichts machen, ne? Tut uns auch leid für Just Legends. Wir wollen euch nicht ärgern. Genau, es ist gar nicht böse gemeint, aber... Gar nicht, aber das ist wirklich, also, das ist, wie würde man das im Fachjargon sagen? Scheiße. Für unseren Geschmack, ne? Für unseren Geschmack. Dann, Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würden wir uns wie immer über ein Like freuen. Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und richtig. Generell nochmal besten Dank für den Support. Support, ne? Support. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Nächste Woche. Mit zwei Sorten. Und zwar der wunderbaren Maracuja und dem Schlafdrink. Ja, also Sleep and Recovery. Ist ganz wild. Wir schauen uns das an. Also, mein lieben Leute. In diesem Sinne, wieder schauen und reingauen.